Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch übers Ölziehen sprechen. Also bleibt dran! Das Ölziehen ist eine uralte Entgiftungsmethode aus dem Ayurveda, also aus Indien. Und sie ist nicht, wie viele glauben, nur reiner Hokuspokus, sondern es funktioniert tatsächlich. Die Studienlage lässt leider ein bisschen zu wünschen übrig. Es gibt da leider keine Langzeitstudien, aber es gibt Studien. Die gehen dann meistens so über 45 Tage und die belegen nämlich schon, dass es was bringt, dass es kein Hokuspokus ist. Und die positiven Effekte, die das Ölziehen auf die Mundgesundheit hat, die sind da tatsächlich ganz gut untersucht. Zu diesen positiven Effekten zählt zum Beispiel, dass Zahnfleischentzündungen abklingen, damit eben auch weniger Zahnfleisch bluten. Das Zahnfleisch sieht insgesamt rosiger und gesünder aus. Dadurch, dass die Zahnfleischentzündung abklingt, hat es auch positive Effekte auf Parodontitis oder kann Parodontitis sogar vorbeugen. Das Risiko für Karies wird auch geringer und es hat weitere positive Effekte, zum Beispiel bei Mundtrockenheit und spröden Lippen kann es helfen. Auch bei Pilzerkrankungen im Mund. Einige, die bestimmte Medikamente nehmen, die Mundflora beeinflussen, die haben dann als Nebenwirkungen oft Pilzerkrankungen und auch das kann durchs Ölziehen minimiert werden. Und zu guter Letzt macht es auch einen schönen, frischen Atem. Und wer möchte das nicht gerne haben? Dieser unangenehme Geschmack am Morgen wird auf jeden Fall reduziert, wenn man es regelmäßig anwendet. Es gibt auch insgesamt Beobachtungen und Hinweise darauf, dass Ölziehen für die gesamte Gesundheit von Vorteil ist, dass es sich also auch positiv auf die Leber auswirkt, auf das Herz und bei ganz, ganz vielen verschiedenen Krankheiten hilft, zum Beispiel Diabetes, Asthma, Bronchitis, Autoimmunerkrankungen. Aber da ist die Studienlage halt sehr mau, also da, das ist nicht ganz richtig belegt und nicht so gut untersucht wie der Mundbereich. Aber da gibt es eben auch Beobachtungen und letztendlich ist es ja auch so, dass die Mundgesundheit einen großen Einfluss auf die allgemeine Gesundheit hat. Das heißt, wenn ihr eure Mundgesundheit verbessern könnt, dann ist es schon naheliegend, dass sich auch andere Krankheiten dadurch verbessern oder eben vorgebeugt werden kann. Durch das Ölziehen werden nämlich Toxine aus dem Körper ausgeleitet. Also über Nacht sammeln sich viele Toxine in der Mundhöhle an und das ist einfach ein normaler Entgiftungsvorgang vom Körper. Deswegen hat man auch morgens oft so einen unangenehmen Geschmack oder Mundgeruch. Und wenn man dann Ölziehen regelmäßig macht, dann werden diese Toxine ausgeschieden. Also Umwelttoxine, chemische Toxine und Toxine der Bakterien, das wird alles ausgeschieden. Wenn man regelmäßig Ölziehen macht, das heißt jeden Tag über einen längeren Zeitraum, dann können nämlich Pathogene, also krankmachende Keime, bis zu 30% reduziert werden. Dadurch wird die Plaque im Mund reduziert und dementsprechend eben auch geringeres Risiko an Karies oder Parodontitis und, was ich gerade alles aufgezählt habe, zu erkranken. Wie funktioniert denn jetzt das Ölziehen? Also erstmal braucht man natürlich ein Öl zum Ölziehen und da kann man verschiedene Öle benutzen. Ganz gut untersucht ist das Sonnenblumenöl, aber Sonnenblumenöl enthält eben ziemlich viel Omega-6-Fettsäuren und bei den allermeisten Menschen ist sowieso das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 sehr zugunsten des Omega-6. Also die meisten haben zu viel Omega-6-Fettsäuren ohnehin und zu wenig Omega-3. Und da Omega-6-Fettsäuren auch ein bisschen Entzündungen fördern können, würde ich nicht unbedingt Sonnenblumenöl verwenden. Ganz klassisch im Ayurveda ist das Sesamöl. Das könnt ihr natürlich gerne benutzen. Ihr könnt auch Leinöl nehmen oder Olivenöl. Und was mein persönlicher Favorit ist, das Kokosöl. Kokosöl hat nämlich auch einen ganz angenehmen Geschmack. Und es ist antibakteriell und antiviral. Deswegen nehme ich sehr, sehr gerne Kokosöl. Und das Ölziehen macht ihr dann morgens, bevor ihr irgendwas anderes macht, als allererstes, also auf nüchternen Magen, vorm Zähneputzen, vorm Frühstück, macht ihr als erstes das Ölziehen. Bevor ihr loslegt mit dem Ölziehen, könnt ihr in dem Fall dann auch einen Zungenschaber benutzen und die Zunge vorher reinigen. Ich habe ja in meinem Video über Zungenreiniger gesagt, dass es
ja, nicht notwendig ist, einen Zungenreiniger zu benutzen, dass also das Karies und Parodontitis nicht dadurch minimiert werden kann, obwohl extrem viele Bakterien auf der Zunge sitzen. Aber in dem Fall, wenn ihr Ölziehen macht, dann macht das auf jeden Fall schon Sinn, eure Zunge auch vorher zu reinigen. Und dann nehmt ihr von dem Öl ungefähr einen Esslöffel in den Mund und dann zieht ihr das Öl durch euren Mund, durch alle Zähne. Ihr zieht und presst das durch die Zähne, in die Zahnzwischenräume, überall hin, dass wirklich ja alles sozusagen, wie man sich das richtig vorstellen kann, gelöst wird und angesammelt wird in dem Öl. Das Öl wird dann mit der Zeit auch ein bisschen milchig und dünner von der Konsistenz her. Und das macht ihr dann mindestens 5 Minuten, damit es überhaupt was bringt. Aber normalerweise macht man es wirklich 20 Minuten. Es ist ein bisschen zeitintensiv, aber es hat eben dafür sehr viele positive Effekte und keine Nebenwirkungen. Und wann hat man das schon mal in der Medizin, dass etwas keine Nebenwirkungen hat, außer eben in der Naturheilkunde? Also es ist so ein natürliches Verfahren, dass man, denke ich, diesen negativen Punkt, dass es ja zeitaufwendig ist, eigentlich ganz gut in Kauf nehmen kann. Wenn diese 20 Minuten um sind, dann spuckt ihr das in ein Papiertuch, also auf keinen Fall runterschlucken, weil in diesem Öl sind jetzt die ganzen Toxine drin. Da sind die Umwelttoxine, chemische Toxine, die Toxine der Bakterien. Das ist alles in diesem Öl drin und das wollt ihr nicht runterschlucken. Also spuckt das am besten in ein Papiertuch und schmeißt das einfach in den Müll. Danach spült ihr dann euren Mund mit warmem Wasser aus, am besten so 2-3 Mal gründlich ausspülen, dass wirklich alles Öl, so gut es geht, erstmal ja ausgespuckt ist. Und dann könnt ihr jetzt entweder frühstücken, wenn ihr möchtet. Dann habt ihr jetzt auch einen frischen Geschmack im Mund und ja, das schmeckt nicht mehr so eklig. Ihr könnt jetzt guten Gewissens frühstücken. Oder aber ihr putzt jetzt eure Zähne. Also was ganz, ganz wichtig ist, das Ölziehen ersetzt nicht das Zähneputzen. Ich habe im Internet in einigen Foren gelesen, dass die wirklich schreiben, dass sie nur noch Ölziehen machen und das sei das Allerbeste und darauf schwören sie und Zähneputzen und die ganze andere Mundhygiene könnte man sich damit schenken. Das ist nicht wahr. Also wann immer ihr sowas lest, nicht glauben. Es ersetzt nicht das Zähneputzen. Also nach dem Ölziehen in jedem Fall Zähne putzen. Entweder direkt danach, wenn ihr zum Beispiel gar nichts morgens frühstückt und Intervallfasten macht zum Beispiel, dann könnt ihr jetzt eure Zähne putzen. Oder aber ihr könnt jetzt frühstücken und nach dem Frühstück eure Zähne putzen. Ein weiterer Irrglaube bezüglich Ölziehen ist, dass es die Zähne heller macht, weißer macht. Das kann nicht funktionieren. Ihr könnt mit dem Öl nicht eure Zahnfarbe verändern. Das, was es bringen kann, ist, dass ihr weniger Verfärbung habt an den Zähnen, weniger Plaque und dadurch wirken die Zähne heller, weil sie einfach sauberer sind als vorher. Wenn ihr aber ohnehin schon saubere Zähne habt, dann werdet ihr da auch keinen nennenswerten Unterschied feststellen können. Also es kann nicht die Zahnfarbe an sich verändern. Also zu sagen, es macht die Zähne weißer, ist einfach falsch. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr vom Ölziehen haltet und was ihr vielleicht bisher auch gedacht habt. Ist das für euch nur Hokuspokus oder vielleicht macht ihr das auch schon lange ganz regelmäßig? Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie so eure Erfahrungen damit sind und was ihr übers Ölziehen denkt. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.